Knalltrauma-Feuerwerk direkt in euer Herz. Ja, die Lidl-Tüte, die ist leer. Und ich habe ihn nämlich gerade schon ausgepackt, habe das Ganze im falschen Format gefilmt, deswegen jetzt nochmal ganz schnell ausgepackt. Ich war gerade bei Lidl. Ich bin zwar ziemlich müde, weil ich gestern mein Musikvideo gedreht habe, dann noch beim Mitternachtsverkauf war, der Feuerwerksvitrine. Und war richtig cool, wir haben im Laden gefilmt, wir haben davor gefilmt, viele Leute kamen auf uns zu, war richtig cool. Haben nicht wie sonst immer einfach nur geguckt, sondern sind auch auf mich zugekommen. Bestimmt 50 Leute oder so wollten Fotos, Autogramme und so weiter und war echt richtig geil. Habe mich kein bisschen gefühlt jetzt wie ein Star oder sowas, weil davon halte ich nicht viel. Wir sind alle Pyros und Feuerwerk verbindet einfach nur. Ich habe die Plattform, die Reichweite und so und nutze sie. Aber letztendlich sind wir alle nur Pyros. Stormy Flash soll gegen die Nydia antreten, die fast doppelt so viel NEM hat von Pyroland, aber trotzdem denke ich, hat die bestimmt was auf dem Kasten. Hier die Vulkane, Vulkane müssen einfach sein, ist einfach schön, mein Sohn liebt die, meine Frau liebt die. Dann haben wir hier eine schöne leise Feuertopfbatterie Elysium von Lidl, hier Alligator, schöne Tagesbatterie für mich. Dann einfach ein paar leise Raketen, ich finde es einfach geil, dass man die mal machen kann, ohne dass man Leute nervt. Und hier noch, die kann man auch am Tag zünden, da ist viel Crackling drin. Und Wunderkerzen dürfen natürlich, wenn man eine Familie hat, nie fehlen. Haut darin, Jungs, lasst es ordentlich krachen, seid gespannt auf weitere Videos. Jetzt geht die Einkaufstour weiter.